Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, bei einer neuen Ausgabe von Die Wochensynthese – Themen und Perspektiven. Wir wollen auch in der heutigen Ausgabe über aktuelle und relevante Themen in der Gesellschaft sprechen. Am Sonntag, den 9. Juni, sind die Bürgerinnen und Bürger in den Ländern der Europäischen Union aufgerufen, die Abgeordneten des Europäischen Parlaments zu wählen. Zum 10. Mal seit 1979 wird das Europäische Parlament dann direkt gewählt. Anders als vor 5 Jahren darf am 9. Juni in Deutschland wählen, wer das 16. Lebensjahr vollendet hat. Bündnis C, Christen für Deutschland, ist eine politische Partei bei der kommenden Europawahl auch vertreten. Karin Heppen ist Bundesvorsitzende und Spitzenkandidatin vom Bündnis C bei der Europawahl 2024 und Vizepräsidentin der European Christian Political Movement. Mit ihr spreche ich über Ziele und Themen ihrer Partei mit Hinblick auf die kommenden Europawahlen am 9. Juni. Frau Heppen, schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich sehr, dass Sie hier im Studio bei mir sind. Wie finden Sie eigentlich diese Entscheidung, das Wahlalter also von 18 auf 16 Jahre dann zu senken? Ich glaube, es ist ein Schachzug. Und ich glaube, das Argument, dass Jugendliche und junge Menschen natürlich die Politik mitbestimmen sollen, ist durchaus relevant. Aber mit 16 Jahren haben, denke ich, die meisten noch nicht so ganz den politischen Weitblick, um bewusst und in einem größeren Zusammenhang auch eine Wahlentscheidung zu treffen. Von daher sehen wir das kritisch. Aber jetzt, wo es so ist, versuchen wir natürlich besonders auch junge Menschen dazu aufzurufen. Geht wählen, gebt eure Stimme ab. Ihr könnt mit eurer Stimme was verändern. Und wir versuchen natürlich auch, junge Menschen und für sie relevante Themen in die Diskussion zu bringen, damit sie einen größeren Blick kriegen. Ich glaube aber trotzdem, dass die Gefahr besteht, dass junge Leute mit 16 Jahren noch sehr viel mehr manipulierbar sind, auch einseitig durch politische Richtungen als etwas später. Von daher sehen wir es kritisch, aber jetzt ist es so und jetzt. Rechnen Sie mit einer hohen Beteiligung bei der jüngeren Wählerschaft? Wir glauben eher nicht, was wir wahrnehmen, dass in dem Alter viele überhaupt kein Interesse an Politik haben. Das ist leider eine Wahrnehmung. Ja, von daher sind wir gespannt, was dann die Statistiken am Ende sagen. Da bin ich auch gespannt. Wie viele ihr Wahlrecht dann wirklich in Anspruch genommen haben. Genau, wir wollen heute über Kernthemen, auch Ziele von Bündnis C, Christen für Deutschland, sprechen. Wie würden Sie, Sie sind die Bundesvorsitzende von Bündnis C, wie würden Sie die Kernthemen oder die Kernwerte von Bündnis C definieren, wenn Sie das zusammenfassen? Ich habe mir auch Ihr Programmheft noch mal angeschaut. Ich habe das hier bei mir. Wie würden Sie das zusammenfassen? Es sind einige Themen, einige Werte dort, einige Ziele aufgeschrieben. Kann man das so zusammenfassen, so vielleicht? Also der Kernwert schlechthin ist für uns die Würde des Menschen. Das ist ja auch in unserem Grundgesetz so festgeschrieben. Die Würde des Menschen ist unantastbar und begründet wird selbst vom Grundgesetz her, dass mit dem christlichen Menschenbild, dass wir als Ebenbilder Gottes geschaffen sind und dass wir überhaupt Geschöpfe Gottes sind und keine Zufallsprodukte der Natur. Und diese Würde, wenn uns die von Gott gegeben ist, dann hat das einen anderen Stellenwert und eine andere Relevanz, als wenn uns die nur von Menschen zugesprochen wird. Dann ist es doch recht willkürlich, wem ich diese Würde zugestehe und wem nicht. Von daher sagen wir, jeder Mensch, jedem Menschen kommt diese Würde zu. Und das muss der Maßstab aller Politik sein. Das ist ein Wert, relativ vielleicht abstrakt für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Aber das würde Sie sagen, das ist schon das Fundament Ihrer Überlegungen, Ideen, politischen Zielen? Genau, also dass der Einzelne auch als Mensch geachtet werden muss. Unser Grundgesetz ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich genau unter diesem Aspekt geschrieben worden, in Abwehr auch des Staates gegen Übergriffe auf den Einzelnen, auf den Menschen, wie das eben im Nationalsozialismus der Fall war. Und das Zweite sind... Wie die allgemeine Erklärung der Menschenrechte eigentlich, genau, 48, also die ganze Erklärung der Menschenrechte kam ja auch daher, so ist es. Und das Zweite ist für uns ganz wichtig, unsere Freiheitsrechte, wobei wir aber sagen,
Freiheit im christlichen Verständnis ist keine Autonomie, dass ich tun und lassen kann, was ich will. Es ist immer eine Freiheit in Verantwortung. Aber dennoch sind wir erstmal frei geschaffen. Wir sind in erster Instanz Gott verantwortlich und nicht eine Regierung oder irgendjemand, der über uns herrschen will. Und wir sind unserem Nächsten verantwortlich. Der, der uns unmittelbar in unserem Wirkungsfeld halt gegeben ist, für den wir auch Verantwortung tragen. Und diese Freiheit und Verantwortung vor Gott erst und vor Menschen ist ja auch im Grundgesetz verankert. Und dann sehen wir uns auch als Beziehungswesen und haben so diesen Begriff einer beziehungsorientierten oder relationalen Gesellschaft geprägt, die vom christlichen Verständnis auch, wie Beziehung ist und wie wir also so als Vorbild im Leib Christi auch eingebettet sind, dass jeder mit seiner Einzigartigkeit, seinen Gaben, seiner Berufung auch seinen Platz in der Gesellschaft finden soll, aber zur Erbauung des Ganzen. Es geht nicht nur um Selbstverwirklichung, sondern das Ganze soll, der Einzelne soll auch dem Ganzen dienen. Und von diesem Verständnis her ist ein anderer Grundwert Subsidiarität. Das ist das Grundprinzip auch der Europäischen Union. Aber jetzt erstmal in einem Gesellschaftsprinzip heißt das, dass eine Gesellschaft von unten funktioniert. Es steht immer an erster Stelle die Eigenverantwortung. Alles, was ich selber tun kann, soll ich auch tun. Wo Familie verantwortlich ist, soll sie diese Verantwortung wahrnehmen. Und wo das nicht ausreicht, kommt dann die Kommune und die Region und der Nationalstaat und dann erst die EU in Verantwortung und ins Spiel. Das Ganze beugt auch einer Machtkonzentration vor, dass eben nicht ein Staatswesen sich auf alles legt, was das ganze Leben regelt und letztlich auch den unteren Ebenen die Verantwortung abnimmt. Und das ist uns ganz wichtig. Es geht immer auf der niedrigsten Ebene los, wo wir die unmittelbaren Beziehungen haben, um das Leben zu gestalten. Subsidiarität also ist auch ein Prinzip, das sich auch dem Freiheitsprinzip eigentlich unterordnet. Also es ist oder umfasst, ja. Also die Freiheit des Einzelnen, dann die Freiheit der Strukturen, der höheren Hierarchie und so weiter und so fort. Relationismus ist ein Begriff, den Sie erwähnt haben, den Sie auch geprägt haben als Partei. Wo kommt dieser Begriff her? Also den haben wir nicht als Partei geprägt, sondern wir haben europäische Thinktanks und gerade die European Christian Political Movement hat auch eine Stiftung und die forschen da seit 20 Jahren schon dran, wie eine von diesen Beziehungsgedanken her geprägte Gesellschaft besser funktionieren kann als Sozialismus oder Kapitalismus, die beide eine rein materialistische Vision haben erstmal. Und von daher kommt der Begriff. Und wie ich schon angedeutet habe, dieses Beziehungsdenken orientiert an diesen Gedanken, die wir dazu zum Leib Christi haben, kommt da rein. Also das oberste Prinzip ist, liebe deinen Nächsten. Und von daher sollen sich eigentlich alle Beziehungen organisieren in der Gesellschaft. Dass dieses Gebot, natürlich kann man es von jemandem einfordern. Und ich warne immer sehr davor, Solidarität zum Zwang zu machen. Eine Zwangssolidarisierung der Gesellschaft wird nie funktionieren. Solidarität kommt eigentlich aus diesem Prinzip der Nächstenliebe. Ich bin für meinen Nächsten mitverantwortlich. Er soll dort, wo ich hingestellt bin, in Liebe dienen. Und das heißt in der Wirtschaft zum Beispiel eben, es muss nicht nur mit Konkurrenz funktionieren, es kann auch Kooperation geben. Es soll zur Beteiligung aller dienen, dass jeder seinen gerechten Anteil kriegt. Und das ist so ein Wirtschaftsmodell, was sich dann daraus auch aufgebaut hat und was wir vertreten. Also sehr spannender Begriff. Ich hätte richtig Lust, mit Ihnen noch länger bei diesem Begriff zu bleiben, aber unsere Zeit ist begrenzt. Meine nächste Frage war, wir haben zwei Parteien, gerade so in der deutschen politischen Landschaft, wir haben zwei C-Parteien, zwei Parteien, die das C in ihrem Namen haben, christliche Parteien, CDU, CSU. Was würden Sie sagen, wie würden Sie das erklären, begründen, warum braucht man Bündnis C, Christen für Deutschland. Ja, also erstmal die Christdemokratie ist ja aus dem Kampf zwischen Liberalismus und Sozialismus im 19. Jahrhundert hervorgegangen mit der katholischen Soziallehre, weil die Christen gesehen haben, die einen wollen den Menschen zum Objekt des Systems machen im Sozialismus, die anderen proklamieren eine autonome Freiheit, die eben auch rechtfertigt, Arbeiter bis aufs Blut auszubeuten. Es kann es beides nicht sein. Wir brauchen einen Mittelweg, wie Sie es damals schon genannt haben. Es wurde auch dann der katholische Mittelweg genannt. Und
ein Gesellschaftsmodell basierend auf unserem christlichen Verständnis. Und das ist ja erst mal bis zum, nach dem Ersten Weltkrieg nicht durchgekommen. Wir wissen, es gab dann das Ermächtigungsgesetz, es kam die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg sind überall in Europa christlich-demokratische Parteien gegründet worden. Überall haben Politiker von diesem Verständnis her, gerade nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges, daran gearbeitet, so ein christliches Gesellschaftsmodell mit zu auszuarbeiten und in Existenz zu bringen. Und die Christdemokratie, CDU und CSU, waren ja staatstragend über das, im Nachkriegsdeutschland. Von daher kann man das nicht hoch genug schätzen. Und das tun wir auch. Das Problem ist, dass vieles davon verloren gegangen ist, dass die CDU, CSU, wir nennen es auch eine Sozialdemokratisierung, in diesem Kampf um die Mehrheiten, in Koalitionen, mit Kompromissen und so weiter, immer mehr von diesen Positionen aufgegeben hat. Und das beklagen wir, das bedauern wir. Das war eigentlich der Grund, weshalb sich schon 1989 eine unserer Vorgängerparteien gegründet hat. Weil Leute gesehen, das ging vor allem mit dem Lebensschutz los. Ja, gesehen haben, dass, das wollen wir nicht mittragen als Christen. Und ja, und wir haben jetzt mittlerweile eine Situation mit der Ampelregierung, die ja so, ja, die Ernte der 68er, des 68er Neomarxismus einbringt. Und gerade dieses christliche Fundament und diese christlichen fundierten Positionen, die noch da waren, jetzt eigentlich abrissmäßig beseitigt. Und da glauben wir, dass wir wirklich die mahnende Stimme sein müssen und sagen, das führt uns in Krisen, die wir haben, mehr und mehr. Das dient nicht dem Aufbau der Gesellschaft. Und wir würden uns natürlich wünschen, dass die CDU das macht, das genauso einfordert. Allerdings sehen wir eben auch, dass wir in einer Koalition in Berlin jetzt mit den Grünen sie es fast noch mehr übertreiben. Und das bedauern wir sehr. Und deshalb sagen wir, wir brauchen ein christlich fundiertes Gesellschaftsmodell. Und gerade in diesen Krisen, die wir erleben, brauchen wir gesellschaftliche Lösungen aus biblischer Quelle. Wir glauben wirklich, dass das das Gebot der Stunde ist, weil mit diesen neomarxistischen Drive, den wir jetzt haben, das Land und Europa immer mehr in immer mehr Krisen rein manövriert wird. Sie haben gesagt, genau so, die klassischen christlichen Parteien haben sich von den christlichen Wurzeln entfernt. Mhm. Können Sie kurz beschreiben, was für eine Rolle christliche Werte bei Ihnen, bei Bündnis C, in der Definierung von Zielen, in der, ich weiß nicht, in den politischen Entscheidungen, die getroffen werden, spielen und wie werden Sie bewegt in Ihren Gesprächen, in Ihren Überlegungen? Ja, also die zwei Säulen der christlichen Werte. Wenn Sie heute jemanden fragen würden, was sind christliche Werte? Es wird ja immer mal noch irgendwie reklamiert. Da können viele wahrscheinlich überhaupt nicht mehr sagen, was das ist. Oder sie sind umdefiniert worden und anders gefüllt von einem humanistischen Verständnis, weil christliche Werte hat ja auch der Humanismus übernommen. Ja, da wurde nur dann eben die Grundlage des Wortes Gottes davon abgeschnitten. Und das funktioniert eine Weile, weil das Bewusstsein unserer Zivilisation Europas so geprägt war. Aber irgendwann geht es natürlich verloren. Und wir sehen jetzt, wie das christliche Fundament immer mehr wegbricht. Und das hat natürlich, um das nochmal zu sagen, nicht zuerst auch mit der CDU nur zu tun, sondern mit dem Glaubensverlust auch in der Gesellschaft. Die Politik wird ja nie frömmer sein als die Gesellschaft. Ein spannender Satz. Da, wo die Menschen nicht mehr glauben, dann wählen sie natürlich ihre gottlosen Vertreter auch in die Parlamente, ist ja klar. Ja, wir sind eine Demokratie und das funktioniert nun mal so. Also eine Säule dieser christlichen Werte ist für uns die Heiligkeit des Lebens und, wie schon gesagt, die Würde des Menschen. Das ist quasi, wollte ich gerade sagen, das hat mit der Würde zu tun. Also genau, das ist quasi der Kern des christlichen Menschenbildes, aber wir sind eben auch Beziehungswesen. Deshalb dieses relationale Denken, was ich schon gesagt habe. Wir sind weder Rädchen im System, wie im Sozialismus, noch autonom. Ein Kernwert ist natürlich auch die Sorge für die Schöpfung. Das können wir uns nachher noch etwas genauer anschauen, wie das für uns aussieht. Weil das sehen wir explizit in Verantwortung vor Gott, und von dem uns diese Erde anvertraut ist. Und in Unabhängigkeit von Gott glauben wir, dass es massive Verwerfungen gibt. Gute Haushalterschaft ist ein christlicher Wert. Das heißt, dieses endlose Gelddrucken und Schulden machen auf, Entschuldigung, Teufel komm raus, führt uns schlimmstenfalls in die nächste Finanzkrise. Wir
Wir glauben, dass das keine gute Art der Haushalterschaft ist, sondern dass man eigentlich nur ausgeben kann, was man an Einnahmen hat. Und früher gab es so eine Regel, in Kriegszeiten werden Schulden gemacht, in Friedenszeiten werden Rücklagen gebildet. Mittlerweile haben wir einen Schuldengipfel nach dem anderen in Friedenszeiten. Und wir glauben, dass man da umsteuern muss, um die Gesellschaft nicht immer in immer mehr Krisen rein zu manövrieren. Und weil das ja auch eine Last ist für die nächste Generation. Falls noch jemand daran denkt, das überhaupt jemals zurückzuzahlen. Aber die Politik, die Staaten, Haushalte werden natürlich immer abhängiger von der Finanzindustrie auf diese Art und Weise. Gerechtigkeit ist ein Kernwert, schlägt sich in Rechtsstaatlichkeit wieder nieder. Dass Recht auch durchgesetzt werden soll. Und natürlich sagen wir auch, dass Unrecht nicht zu Recht und Gesetz erhoben werden darf. Das ist eine große Gefahr, wo das christliche Fundament wegbricht, dass eben Gesetze gemacht werden, die unserem Fundament da diametral widersprechen. Aber Gerechtigkeit bedeutet auch soziale Gerechtigkeit, dass ein Ausgleich geschafft wird, dass wir haben ja im kapitalistischen System immer dieses Leistungsprinzip gehabt, auch in der sozialen Marktwirtschaft, was wir in diesem relativen, relationalen Verständnis etwas anders sehen, mehr Gegenseitigkeit, aber auf alle Fälle soll es einen sozialen Ausgleich geben. Besitz verpflichtet auch und bringt die Verantwortung mit sich, für Arme zu sorgen. Ja, und Frieden ist ein Kernwert. Also, dass die europäische Politik sich nach dem Zweiten Weltkrieg über Jahrzehnte ohne Wenn und Aber für Entspannungspolitik, für Frieden eingesetzt hat, das war ganz maßgeblich auch von diesem Kernwert geprägt. Ja. Das Friedensstiften ist sozusagen Kerngeschäft der Christen, weil ohne Frieden, also wenn wir Krieg haben, ist alles andere eigentlich sofort nichts mehr wert. Sie haben das Thema Verantwortung für die Umwelt benannt. Und natürlich haben wir in der heutigen Zeit mit gewaltigen Herausforderungen zu kämpfen in der Gesellschaft. Ja, Klimawandel ist eine Herausforderung, Migration eine weitere Herausforderung, Wirtschaft, gerade auch für Deutschland eine große Herausforderung. Zum Thema Klimawandel steht auch in Ihrem Programmpartei Versorgung mit europäischem Gas, Öl und Kernkraft. Und auch noch ein weiterer Satz, eine regionale Wertschöpfungskette. Wie bringen Sie das zusammen? Also der Kerngedanke davon ist, dass die Wirtschaft, und zwar für die Grundversorgung, und dazu gehört Nahrung, Wohnen und Energieversorgung, wieder nach Europa geholt wird. Weil wir haben während Corona erlebt, wie schnell Lieferketten wegbrechen, wie schnell ein Hauptversorger mit dem Krieg Russlands wegbricht. Ich spreche von einer so Lokalität oder Regionalität. Genau, es geht um regionale Grundversorgung, dass wenigstens diese Grundversorgung regional gewährleistet wird. Dass das garantiert ist, auch Medikamentenversorgung ist ja auch so ein Thema, wo wir merken, dass da Engpässe sind, weil Medikamente von sonst wo in der Welt hergeholt werden. Wir legen darauf eigentlich den Schwerpunkt, weil was wir jetzt erleben, dass die Wirtschaft nicht mehr weiß, wie sie unter den ganzen Vorgaben noch wirtschaften kann, da bricht ja vieles weg und gefährdet letztlich die Grundversorgung. Ein anderer Punkt ist auch die Infrastruktur. Eine funktionierende Infrastruktur, und wir wissen, an wie vielen Stellen es in unserem Land krankt, ist auch ein Teil der Grundversorgung. Und letztlich, wenn ich weiß, es kommen Veränderungen, dann ist es auch Verantwortung einer Regierung, für Katastrophenschutz zu sorgen. Das sind so die Punkte, die wir sehen, vor allem in den Veränderungen, die sich anbahnen, was die Verantwortung von Regierungen ist. Grundversorgung, also Nahrung, Energie, Nahrung, Kleidung, Wohnen, sind auch die grundlegenden Menschenrechte. Ja, Menschenrechte geht es heute oft um Partikularinteressen, aber eigentlich sind das die grundlegenden Menschenrechte, für die eine Regierung verantwortlich ist, die zu gewährleisten. Zu der ganzen Klimadiskussion vielleicht noch grundsätzlich. Die Gefahr ist hier, dass etwas absolut gesetzt wird, was nicht absolut ist. Und schon allein vom Wissenschaftsverständnis, Wissenschaft, das weiß jeder Wissenschaftler, kann eigentlich erstmal keine Prognosen machen, weil Wissenschaft kann immer nur untersuchen, wie sich ein System verhält, wie sich in der Vergangenheit verhalten hat, wie sich jetzt verhält. Das heißt aber noch lange nicht, dass es sich in der Zukunft genauso verhalten wird. Also wissenschaftliche Prognosen sind deswegen eigentlich immer mit Vorsicht zu genießen und
werden nie absolut gesetzt. Das ist aber der Fall in der Klimadebatte. Und das Zweite ist, dass Wissenschaft Diskurs braucht. Es gibt nicht die Wissenschaft. Wenn wissenschaftliche Erkenntnisse gelten nie als wahr, sondern immer nur als gültig. Nämlich so lange, bis was Neues erfunden wird, bis was Neues entdeckt wird. Und dann werden sie revidiert, dann werden sie weiterentwickelt. Und wir sehen, dass das momentan nicht passiert. Dass abweichende Lehrmeinungen, die für den Diskurs ganz wichtig werden, um eines Fortschritts willen, dass die ausgegrenzt werden. Dass Leute, die anders denken, ihre Lehrstühle verlieren, ihre Professuren und so weiter. Kennen Sie solche Fälle von Wissenschaftlern, die ja, also die so dass sie keine Veröffentlichungen mehr bekommen und so weiter. Das ist der Fakt. Ja. Und das hatten wir auch schon während Corona. Ja, diese wissenschaftlich einseitige Sicht. Und das ist eigentlich der Tod des Fortschritts. Weil es geht, wenn die Wissenschaft hochgehalten wird und es keinen Diskurs mehr gibt, keine abweichenden Lehrmeinungen, kein Miteinander, kein wirklich Diskutieren, dann ist nicht nur Freiheit von Forschung und Lehre gefährdet, das ist, was wir wirklich sehen, sondern es gibt eben auch keine neuen Erkenntnisse mehr. Und deshalb sehen wir, dass diese Klimaprognosen absolut gesetzt werden. Insofern kritisch, dass wir sagen, ja grundsätzlich, alles, was uns nicht von Gott gegeben ist, kann nie absolut gesetzt werden. Und wenn diese Prognosen absolut gesetzt werden und sich eine ganze globale Politik danach ausrichtet, dann hat das eine Tendenz zum Totalitarismus. Wo ich Ihnen widersprechen würde, ist, dass Wissenschaft keine Prognose über die Zukunft machen kann. Klar, das ist auch keine Prophetie, stimmt. Aber sie arbeiten schon mit Regelmäßigkeiten der Vergangenheit. Und ich glaube, dass die Möglichkeit da ist, auch Prognose über die Zukunft zu machen. Wo ich Ihnen recht gebe, also im zweiten Teil ist klar, dass es nicht die Wissenschaft gibt. Leider, also in dem globalen Bild, also vielleicht so bezogen auf Kultur, in einer bestimmten Kultur gibt es die Wissenschaft. Aber global, und ich bin interessiert, global zu schauen, also wie unterschiedliche Forschungsinstitute arbeiten, dass sie schon zu unterschiedlichen Ergebnissen dann kommen, je nachdem, in welchem sozialen, politischen Kontext sie arbeiten. Zum Thema Wirtschaft. Ja, also mich würde interessieren, weil das Thema, also Wirtschaft ist ein Begriff, der im Zusammenhang mit Wirtschaft verwendet wird, ist Wettbewerb. Wie bringen Sie im Kontext der Wirtschaft Wettbewerb mit Relationismus? Also in einer Beziehung miteinander zu sein, in einer Relation zu sein. Und ich gebe Ihnen recht, klar, auch die 10 Gebote, also die Kerngrundsätze des Christentums, bei jedem Gebot geht es um Beziehung. Ja, jedes Gebot schützt eine bestimmte Form von Beziehung. Aber wie würden Sie das zusammenbringen im Kontext der Wirtschaft, wo eigentlich so Wirtschaftshaie, Wettbewerb, ja? Ja, also wir sehen ja die Dominanz der internationalen Großkonzerne, ja, wo auch der Mittelstand eben schwer leidet und unter Druck ist. Und wenn wir sagen, wir brauchen vor allem auch wirklich eine regional funktionierende Wirtschaft, dann ist ganz klar der Mittelstand das Rückgrat unserer Wirtschaft auch nach wie vor, der auch die meisten Arbeitsplätze stellt, der die Versorgung sicherstellt. Da gibt es auch sichere Zahlen dazu, genau. Ja, und dort macht sich eigentlich dieses Beziehungsverständnis fest, dass es nicht nur um die Aktionäre geht und um die Gewinne, sondern um die Beteiligung aller, wie man so sagt, Stakeholder, der Lieferanten, der Kunden, der Mitarbeiter, der Kommune, auch des Umfeldes, für das Gemeinwohl, sondern dass alle von der Wirtschaft profitieren. Das ist eigentlich so das Modell und dass es eben auch so was mit Kooperation funktionieren kann, wobei Wettbewerb natürlich ein Antrieb ist. Das ist auch klar. Aber wir sehen halt durch internationale Großkonzerne fairen Wettbewerb auch gefährdet, wo zum Beispiel Steuern vermieden werden, weil man in zig Ländern tätig ist, während der Mittelstand hier geschröpft wird. Ja. Also das ist so die Idee dahinter, wirklich die Beteiligung aller, die im Wirtschaftsprozess beteiligt sind, dass wirklich da ein gerechter Anteil auch letztlich passiert und dass Unternehmer ihre Firma auch so führen. Das erleben wir auch, das erleben wir gerade von christlichen Unternehmern, gerade in dieser Situation, die ja auch immer schwieriger wird, dass sie sagen, wir brauchen ein anderes Wirtschaftsmodell. Was wir hier haben, das funktioniert an vielen Stellen nicht mehr. Und Familienbetriebe, ja, das sind ja so die, weil so der Ursprung ja, von Unternehmen, die Familienbetriebe, und die gibt es ja nach wie vor.
Und dass die im Land bleiben, dass die nicht das Handtuch werfen, dass die nicht ins Ausland abwandern, das muss ja das Gebot der Stunde sein. Es gibt auch Regierungen oder politische Parteien, die das als nicht so ein Problem sehen, weil es gibt die Möglichkeit, immer noch Leute aus dem Ausland zu bringen. Damit gehe ich zu dem nächsten Thema oder zu der nächsten Frage, so das Thema auch Migration. Ja, es gibt unterschiedliche Formen von Migration, auch Arbeitsmigration. Was ist die Position von Bündnis also zum Thema Migration? Wie soll das geschehen? Gibt es einen Rahmen? Gibt es da eine Vorstellung dafür? Und die gibt es, glaube ich. Ja, die gibt es durchaus. Wird auch immer konkreter. Also erstmal glauben wir nicht, dass unser Fachkräftemangel, unser Nachwuchsmangel mit Zuwanderung auszugleichen ist. Und wenn wir Katastrophen an die Wand malen, wir glauben, dass die Katastrophe oder Krise, die wirklich jetzt und hier die gravierendste ist, ist die demografische Krise der westlichen Gesellschaft, der ganzen Industriestaaten. Und es wird schon deswegen nicht funktionieren, weil das halt überall so ist und ein weltweiter Wettbewerb um die besten Fachkräfte ausgebrochen ist. Und wo wir sagen, es ist ethisch unverantwortlich, aus ärmeren Staaten, jetzt Schwellenländern oder gar Afrika oder so, ausgebildete, teuer ausgebildete Fachkräfte zu uns hin abzuwerben. Das sagen wir, da helfen wir, es ist unsere Schuld, ne, dass wir als Babyboomer zwar eine boomende Wirtschaft gebaut haben, aber zu wenig Babys hatten. Mhm. Und das ist einfach was, wo wir sehen müssen, wie kann das jetzt weiter funktionieren? Ich glaube nicht, dass das mit Zuwanderung auszugleichen ist. Und Deutschland kann gut und gerne Menschen, also jungen Menschen aus Afrika zum Beispiel, Studium und Ausbildung anbieten. Ja, ob sie dann hier bleiben oder zurückgehen, das kann ihnen dann überlassen bleiben. Aber ausgebildete Fachkräfte abzuwerben, halten wir für nicht tragfähig. Und das blutet auch die Länder aus. Wir haben ja schon die Ergebnisse in Ländern wie Rumänien und Bulgarien durch die EU-Freizügigkeit, wo Millionen ausgewandert sind und was das für Folgen hat für Familien, für die Wirtschaft. Bis zu einem Drittel der Bevölkerung fast. Ja. Also, ja. Mhm. Genau. Also, und das sollte man nicht noch weiter ausbreiten. Ansonsten, was Migration betrifft, haben wir jetzt auch noch mal eine neue Broschüre rausgegeben, inwiefern unsere eigene Wirtschafts- und Außenpolitik Migration verstärkt. Das geht mit dem Anbietern an repressive Regime los und worunter die Bevölkerung in diesen Ländern leidet. Und wo wir sagen, wenn das aufhört, wenn wir unsere eigenen Kernwerte, die in Europa gelten, ja, Freiheitsrechte, Grundfreiheiten, Würde des Menschen zu achten, wenn wir da eine konsistente Politik haben, nicht nur im Inland, sondern auch in der Außenpolitik, dann kommen Regime unter Druck, die jetzt meist aus wirtschaftlichen Interessen profitiert werden. Vielleicht ein Beispiel Iran. Ja, wir haben ja jetzt gerade noch diese absolute Feindschaft gegen Israel, das kommt noch dazu. Aber das Atomabkommen mit dem Iran ist gemacht worden, um die Sanktionen auszusetzen. Es war von vornherein klar, dass es die Atombombe nicht verhindern wird, aus verschiedenen Gründen. Es ist nur das zivile Programm überhaupt da inkludiert. Die Revolutionsgarden verfolgen sowieso ihr militärisches Programm schon parallel die ganze Zeit. Und der Iran hat es immer wieder unterlaufen. Aber eine Woche nach Abschluss dieses Atomabkommens war unser damaliger Wirtschaftsminister mit 70 Vertretern der Wirtschaft im Iran. Und da haben selbst Medien geschrieben, was war denn hier der eigentliche Grund dafür? Wir halten das für sehr kurzsichtig, weil diese Firmengewinne nicht den Schaden gut machen, den gerade der Iran und als zweites die Türkei mit massiven Aggressionen gegen Menschen, auch gegen angrenzende Völker und Staaten an Flüchtlingsströmen letztlich produziert haben und wieder dabei sind. Türkei bombardiert regelmäßig Nordostsyrien. Dort gibt es eine demokratische Selbstverwaltung, unabhängig von Assad, die auch unsere Stiftung unterstützt hat in dem Aufbau wirklich demokratischer Strukturen. Das, was wir uns wünschen in Europa, ja, wie Menschenrechte beachtet werden, multireligiöse Beteiligung aller Ethnien und so weiter. Religionsfreiheit. Genau, Religionsfreiheit. Und wir schauen weg, dass unser NATO-Partner Türkei permanent diese Region bombardiert, weil er sagt, das wäre ein Ableger von der PKK, was nicht stimmt. Ohne dabei empfängt er den Hamas-Vertreter letzte Woche in Istanbul in der Türkei. Genau, das kommt noch dazu. Gegen den Westen eigentlich. Ja, und diese demokratische Selbstverwaltung in Syrien und ihre Streitkräfte haben ganz maßgeblich den IS besiegt in
Kooperation mit den USA. Es besteht jetzt die Gefahr, dass die 12.000 IS-Anhänger, die immer noch bewachen in großen Lagern, wenn die nicht mehr in der Lage dazu sind, dass die freikommen, wieder ihr Unwesen dort treiben und erneut riesige Flüchtlingsströme lostreten. Das sind Sachen, wo wir sagen, wo wir gegenüber Regimen wie Erdogan ganz anders auftreten müssen und da nicht Dinge decken, wo wir uns glauben, dass wir immer noch die Türkei brauchen. Das war früher ganz anders, aber jetzt sehen wir, dass er als NATO-Partner und EU-Beitrittskandidat, da redet sowieso fast keiner mehr drüber, immer unzuverlässiger wird und dass da eine andere zumindest Politik in dem jetzigen Regime. Also es zeigt sich genau. Auch so ein Regimewechsel vielleicht, also bei den kommenden Wahlen das an. Das kann der man Bundespräsident hoffen. Hat auch den Bürgermeister von Istanbul bei seinem Besuch das ist richtig. Besucht. Das genau. War sicherlich ein Zeichen. Wenn wir zurück zum Thema so Migration kommen, also was für eine Art von Integration von Migranten sehen Sie in die deutsche Gesellschaft hinein? Ja, also erstmal glaube ich oder glauben wir, dass diese Forderung mancher Landräte jetzt nach einer Arbeitsverpflichtung, dass das durchaus ein Punkt ist. In dem Fall kann man wirklich von Israel lernen, dem Einwanderungsland schlechthin. Der erste Präsident hat damals schon gesagt, Israel ist kein Wohlfahrtsstaat, sondern ein Bauunternehmen. Und noch bis heute, jeder, der einwandert, hat ein Jahr Zeit, um sich Arbeit und Wohnung zu suchen und die Sprache zu lernen. Und wer das weiß, stellt sich darauf ein. Und wir sehen auch, dass mit diesen zu hohen Sozialleistungen, zu lange Sozialleistungen und nicht in Arbeit bringen, das Potenzial der jungen Leute brach liegt. Ja, der vielen jungen Männer, die hierher kommen, sind ja in der Mehrheit junge Männer. Und dass man das nutzen muss, einfach weil es ihnen ja auch selber schadet, ja, wenn sie aus ihrem Leben nichts machen können. Und da, denke ich, müssen wir ansetzen, sie wirklich in Arbeit und Brot und Arbeit zu bringen, weil man lernt natürlich da auch ganz anders Deutsch und viel schneller als in langweiligen Sprachkursen, einen nach dem anderen. Das ist ein Punkt, wo wir sagen, hier muss umgesteuert werden. Das also ein kontroverses Thema eigentlich in der Gesellschaft, das Thema Abtreibung. Oder das Thema Ehe für alle. Da hat Bündnis C auch eine Position. Wie würden Sie da beschreiben, diese Position? Ja, also für uns ist der Schutz des Lebens von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod ein Grundwert, ja, wo von unserer Sicht auch nicht dran zu rütteln ist. Was Abtreibung betrifft, empfehlen wir oder plädieren wir für ein Kindergeld ab Empfängnis. Das hilft sowohl den werdenden Eltern, und ist gleichzeitig aber auch ein Bekenntnis des Staates zu den ungeborenen Kindern, dass es eben von Anfang an ein Mensch ist und nicht nur ein Zellklumpen. Es fängt bei der Definition des Lebens an, ne? Gerade. Genau. Also das ist so ein Kernpunkt. Und zur Ehe sagen wir, die Grundlage jeder Familie, die auf Nachwuchs, auf Fortpflanzung angelegt ist, ist nun mal die Ehe von Mann und Frau. Und wir wollen niemanden vorschreiben, wie er sein Leben lebt, welche anderen Partnerschaften er vielleicht eingeht. Aber was Politik fördert, da denke ich, müssen wir uns daran orientieren, was langfristig auch dem Wachstum der Gesellschaft dient. Und die Ehe und die Familie ist nun mal, wie wir sagen, die Keimzelle oder auch Brutstätte der Gesellschaft, wo die nächste Generation herangezogen wird, wo grundlegende Werte gelernt werden. Und es gibt ohne gesunde Familien keine gesunde Gesellschaft. Wir erleben das immer mehr, ja, wo Kinder aus so vielen zerbrochenen, kaputten Familien kommen, wie die gesamte Gesellschaft daran leidet. Auch Bildungsfähigkeit der Kinder ist dann eingeschränkt. Damit werden wir hier keine Wirtschaft erhalten. Damit manövrieren wir uns in weitere Krisen rein. Von daher, und natürlich, ich meine, andere Partnerschaften, wenn ich die als Ehe gleichstelle, da kommt danach das Adoptionsrecht, Leihmutterschaft, wo wir sagen, nein, Frauen sind keine Ware und Kinder auch nicht. Das darf in Europa nicht legalisiert werden. Und in der Sterbehilfe plädieren wir für Palliativmedizin und Sterbebegleitung. Also, dass keiner alleine und unbegleitet sterben muss. Und da hatten wir jetzt ein Beispiel mit dem französischen Präsidenten Macron, Begriffe, christlich geprägte Begriffe umgeprägt werden. In dem Fall von der Französischen Revolution, wo er sagte, sein Entwurf für ein Sterbehilfegesetz ist ein Gesetz der Brüderlichkeit. Nämlich, dass keiner ins Ausland reisen muss, der schwer krank ist, um sein Leben zu beenden.
wo wir sagen, also das ist eine Perversion von Brüderlichkeit, nämlich das Ende der Brüderlichkeit. Ja, Brüderlichkeit im christlich geprägten Sinn und wirklich als Kernstück mit der christlichen Ethik heißt, einen Menschen bis zuletzt brüderlich zu begleiten. Ich meine, genau, ist es auch eine Frage der Verortung der Werte, auch die, der Quelle der Werte. Ja, und auch nochmal, ja, also der Deutung der Werte vielleicht. Ja, es ist eine spannende Frage natürlich, sich auf die Suche zu machen, wo kommen die Werte her, ist was eine Detektivenarbeit. Also ich habe das selber gemacht und ich bin ja bei Werten wie Würde, Freiheit, Frieden und so bei der Bibel geblieben. Weiter habe ich nichts gefunden. Frau Heppen, wie christlich finden Sie Deutschland eigentlich? Also es ist nicht mehr viel übrig zurzeit. Das Gewissen, wie gesagt, oder das Lebensgefühl, die Überzeugungen, so dieses moralische Fundament, das war ja die längste Zeit in Europa vom Christentum geprägt. Wir wissen, wie viele Menschen zurzeit die Kirchen verlassen. Und ja, also und das die heißt nicht, dass sie nicht mehr gläubig sind. Wie bitte? Das heißt nicht, dass sie nicht mehr gläubig sind, diese Menschen, die die Kirche verlassen. Das hat auch andere Gründe, das stimmt schon. Natürlich, manche verlassen auch die Kirche, weil sie kein Evangelium mehr predigt, sondern halt sich schlimmstenfalls sogar zum Sprachrohr der Politik macht. Das halten wir für sehr problematisch. Aus dem einfachen Grund, weil die Kirchen ja eigentlich das Gewissen der Gesellschaft sein sollen. Und auch wir als christliche Partei, es liegt uns ja vollkommen fern, einen Gottesstaat oder was zu errichten. Genauso wie das die Christdemokratie nie gemacht hat. Sondern Sie können gerne auch das Thema Trennung von Kirche und Staat also in die Frage hineinbeziehen, wenn Sie möchten. Ja, darum geht es ja gar nicht. Aber wo dieses gemeinsame Fundament wegbricht, ist ja das Problem, was wir erleben. Also das, was eben traditionell die europäische Zivilisation geprägt hat und dieses gemeinsame Wertefundament, wo das wegbricht, da bricht die Gesellschaft in feindliche ideologische Lager auseinander. Und das erleben wir halt immer mehr, diese wirkliche feindliche Polarisierung der Gesellschaft, wo es ja eigentlich links gegen rechts, ne? Sozialismus gegen Liberalismus, das ist ja so in Abstufungen, in verschiedenen Facetten. Das ist ja eigentlich so dieser Kampf, den es schon seit über 150, fast 200 Jahre gibt. Und der mit der Christdemokratie eigentlich mit der Mitte der Gesellschaft so befriedet war. Und das erleben wir jetzt wieder verschärft. Und wo wir glauben, so auch wie dieser ehemalige Verfassungsschutzpräsident Böckenförde ja gesagt hat, der freiheitlich säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selber nicht schaffen kann. Ja, dieses Fundament und dieses moralische Gewissen hat eine gewisse Homogenität auch der Gesellschaft mit sich gebracht, die eben jetzt auseinanderfällt. Und da glauben wir, dass vieles immer mehr sich krisenhaft zuspitzt und dass es wieder diese Mitte braucht, dieses Fundament. Und dass wir in den Krisen, in die wir damit reinschlittern, und auch in dieser Feindschaft, dass wir da quasi Mitarbeiter der Wahrheit und der Versöhnung sind, auch zwischen den Fronten. Weil wir haben ja diese Voraussetzungen, sage in Matthäus 24, wo die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, was ja natürlich aufs Gesetz Gottes bezogen ist, wird die Liebe in vielen erkalten. Und das sehen wir in diesen hasserfüllten Diskussionen und wie man aufeinander losgeht. Und ich glaube, da haben wir als Christen wirklich eine Aufgabe, mit jedem Menschen zu reden. Das gebietet die Würde jedes Menschen, wirklich mit jedem zu reden und den Diskurs wiederherzustellen. Relationismus, da sind Sie wieder bei genau. Relationismus. Ein Zitat von Robert Schuman als einer der Gründungsväter der Europäischen Union, vielleicht wäre nicht der Gründungsvater der Europäischen Union, sagt, Demokratie wird entweder christlich sein oder es wird sie nicht mehr geben. Mhm. Eine antichristliche Demokratie wird eine Parodie sein, die entweder in Tyrannei oder Anarchie versinkt. Sehen Sie die Tendenz einer antichristlichen Demokratie? Also sind wir schon bei einer Parodie oder Anarchie in der Gesellschaft? Ist das so schlimm? Ich glaube, dass die Gesellschaft da sehr gefährdet ist. Also wie gesagt, wir haben jetzt eine Regierung, die regelrecht die Ernte des 68er Neomarxismus einbringt und vieles abreißt, was bisher noch irgendwie so gerade so mühsam Bestand hatte. Und diese Polarisierung, die ich gerade erwähnt habe, ist ja schon so ein Anzeichen. Ne? Man muss ja auch immer mehr Gesetze machen, um nochmal auf das Böckenförde-Diktum zurückzukommen, wenn
dieses moralische Fundament, was die Freiheit der Bürger auch so reguliert hat, nicht mehr funktioniert, dann braucht es immer mehr Gesetze, womit der Staat das regelt. Immer mehr Verbote und damit wird auch dieser Machtapparat immer größer. Und das halten wir für eine große Gefahr der Demokratie, weil dann ist es ja zu Ende mit der Freiheit. Ja, wenn sich die Freiheit nicht von selbst reguliert aus unserem Selbstverständnis und der Staat das alles regeln will, erstens gibt es viel zu viele unübersichtliche Gesetze, die kann keiner mehr richtig durchsetzen. Eine Überlastung Überlastung des Systems und dann ist eben auch Rechtsstaatlichkeit in Gefahr. Und deshalb glauben wir, dass wir schon diese Warnung von Schumann ein ganzes Stück weit erleben und dass die Kirchen darin einen Auftrag haben. Ja, Kirche ist kein Selbstzweck, sondern das Gewissen der Gesellschaft zu sein und die Christen auch zuzurüsten für eine Beteiligung in der Gesellschaft, um sich auch in der Politik zu beteiligen. Und natürlich muss Kirche dafür Evangelium predigen. Und sich nicht zum Sprachrohr einer Gesellschaft machen und einer Politik, der man vielleicht irgendwie einen christlichen Anstrich gegeben hat, aber von der Quelle her, wo ganz anders herkommt. Und das christlich zu taufen, halten wir für eine große Gefahr. Da ist ja auch von falschen Heilslehren in der Bibel die Rede, die immer mehr kommen werden, von Verführungen. Und hier haben Kirche und Theologie eine ganz klare Aufgabe, nämlich die Unterscheidung der Geister. Aus welcher Quelle kommt welche Politik? Und da geht es nicht mehr nur um ein paar Werte, die ich vielleicht schon umdefiniert habe, sondern wirklich, was ist die Quelle, welche Ideologie und was ist wirklich biblische Quelle. Das sehen wir als Bündnis C als unseren Auftrag maßgeblich. Frau Hilpern, also wir wollen bei einer XL-Sendung bleiben und nicht eine XXL daraus machen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren bei der Wochensynthese. Es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen über Themen und Ziele vom Bündnis C zu sprechen. Das Recht, bei politischen Wahlen seine eigene Stimme abzugeben, abgeben zu können, abgeben zu dürfen, ist ein wertvolles Vorrecht und ja, ein grundlegendes Merkmal der Demokratie. Es ermöglicht den Bürgern, aktiv am politischen Prozess teilzunehmen und ihre Meinung über die Richtung ihres Landes, in dem Fall ihrer Europäischen Union, auszudrücken. Durch die Wahl ihrer Vertreter können die Bürger ihre Prioritäten, Werte und Überzeugungen zum Ausdruck bringen und die Regierungsbildung beeinflussen. Ja, das war die Wochensynthese auch für diese Woche zu Themen und Ziele vom Bündnis der Christen für Deutschland für die Europawahl 2024. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten auch heute Relevantes für sich mitnehmen. Sie können diese und auch weitere Sendungen wie immer in der Mediathek auf hoptv.de anschauen oder unseren YouTube-Kanal hoptv Deutsch abonnieren. Wenn Sie uns schreiben möchten, dann können Sie das auch gerne tun an wochensynthese@hoptv.de. Bis in eine Woche. Machen Sie es gut. Bleiben Sie wie immer hoffnungsvoll und gesegnet.